Hallo und herzlich willkommen zum neuen Unboxing Hundefutter. Dieses Mal wildes Land, Natur pur für Hunde mit dem Geschmack Ente mit Reis und Wildkräutern. So. Fühlt man sich ja wie im gehobenen Restaurant. Ich hätte gerne die Ente mit Reis und Wildkräutern. Also was ganz Tolles. Offenbar ursprüngliche Zutaten, viel Frischfleisch. Natürlich im Rahmen unseres halbfeuchten Futtertestes wieder halbfeucht, 18%. Und das ist für mich ja auch mal wieder sehr ausschlaggebend hier. Natürlich halbfeucht, saftig, glutenfrei und für sensible Hunde. Wir haben einen Hund, der sehr allergisch reagiert. Hier unten noch Wildkräuter, werden sie gleich abgebildet: Mariendistel, Hagebutte, Löwenzahn, Hibiskus und Rosmarin, jeweils mit kurzen Erklärungen. Nichts. So, Rückseite. Hier wieder das Wilde Land Logo. Frieda ist eine richtige Wasserratte. Vor Freude bellen springt sie immer wieder ins glitzernde Nass. An sonnigen Sommertagen gibt es für uns kein besseres Ausflugsziel als den nahegelegenen See. Kann man mal so stehen lassen. So, hier ist nochmal kurze Beschreibung, wer Wildes Land ist. Für Hunde aller Altersstufen geeignet. Zusammensetzung. Ein bisschen näher ran, ich so gut lesen kann. So, wir haben frisches Entenfleisch mit 40% und getrocknetes Entenfleisch mit 21%. Also 61% Fleisch und 20% Reis. Erbsen, Hühnchenöl, Kartoffeln, Rübenmark, hydrolysierte Leberprotein. Bierhefe, Salz. Salz verwenden sie also als natürliches Konservierungsmittel. Ja, also wird ja seit Jahrtausenden mit Salz da konserviert. Und halbfeuchtes Futter muss einfach konserviert werden. Da geht nicht anders. Ja, und dann haben wir natürlich hier noch nochmal die Kräuter, die vorne auch abgebildet sind. Mit dabei, so die analytischen Bestandteile, die lese ich euch wie immer mal jetzt nicht vor, könnt ihr auch immer auf Pause drücken, und die Zusatzstoffe je Kilo, also was da noch an Vitaminen und so weiter drin ist. Ja, hier die Fütterungsempfehlung unten, wie viel sollte der Hund täglich essen und wie schwer er ist, abgebildet. Ja, hier nochmal die Bullet Points. Hoher Fleischanteil, glutenfrei, Rohstoffe zu 100% aus der Lebensmittelproduktion. Ja, also das ist schon mal ausschlaggebend, frei von Farb, Aroma und Konservierungsstoffen und ohne Tierversuche. Also die versuchen sich da schon sehr abzugrenzen und ein qualitativ hochwertiges Produkt anzubieten. Wildes Land, Nassfutter und Snacks. Und dann hat man hier noch ein bisschen Werbung, was sie da noch machen. Nassfutter, okay, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Futterhaus oder Fressnapf gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das wilde Land, ich glaube, Fressnapf. Dann hier die Cow-Snacks, Entenbrust in Streifen und hier noch Geweih-Snacks. Also, die machen mehr als Hundefutter. Die Schere, alle drauf gewartet. Beim Unboxing-Video wieder 5 Minuten Intro gelabert und das Ding wird aufgemacht. So. Hat es keinen Zipverschluss? Ach nee, hat keinen Zipverschluss. So,
offen. Also, Zipverschluss ist keiner vorhanden. Für mich bis jetzt das einzigste Manko, dass das Ding keinen Zipverschluss hat, aber mein Gott, was soll's. Schaut mal her. Jetzt fliegt die. Wurscht. So, Ding ist umgefallen. Die Verpackung. Also es riecht sehr, sehr, sehr natürlich und gut. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und die Zutaten, die sprechen natürlich auch für sich. Also da ist wirklich High Class sein. Hört sich auf jeden Fall von den Zutaten und jetzt auch vom Geruchstest. Das ist für die Hunde auf jeden Fall, denke ich mal, ein Leckerbissen. Ja. Also. Sieht sehr gut aus, riecht sehr gut. Hat auch wieder 18% Feuchtigkeit. Ja. Und die Inhaltsstoffe. Also, das ist schon hochwertig, würde ich mal sagen hier. Das ist wirklich hochwertig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Und wir werden noch in die Shownotes den Link zu unserem Blogbeitrag packen. Da könnt ihr alles nochmal ins Detail nachlesen. Über dieses halbfeuchte Hundefutter und über noch ein paar andere halbfeuchte Hundefutter, noch von anderen Marken. Da haben wir einen großen Blogbeitrag geschrieben. Ja, wenn ihr selber mal das Produkt hattet, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wenn ihr euch mal ein besonderes Hundefutter wünscht, was wir testen und öffnen sollen, das schreibt ihr bitte auch einfach in die Kommentare. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das auch mitmachen. Und ja, jetzt gibt es erstmal Fresschen für die Hunde und bis zum nächsten Test. Ciao!